Franz Josef? Ja. Wo läufst du nie? Ja, ich mach da so ein bisschen Gestaltung. Ich mach da noch von deiner. Ich mach da von deiner Kerzle noch ein. Ja. So, jetzt geh ich rüber ins Kaffeehaus. Gucken wir noch um recht. Das Ding ist, wir haben jetzt hier ein neues Objektiv. Sieht man mich gut? Ja, oder film du mich mal kurz? Hallo. Wir haben jetzt ein neues Objektiv, als Weitwinkel halt, und das ist voll cool. Ja, das ist voll cool. Also wirklich. Und das möchte ich diesmal ausprobieren, deshalb filmen wir mal, weil heute ist die neue Kollektion gekommen und die sieht echt cool aus. Fällt das? Findest du gut? Find sehr gut. Ich find's nicht so gut. Ja. Hallo, Alexandra. Hi. Und wie? Wir sind groß am Auspacken. Toller Hoodie. It's on. Hier, oh. Ist es so hemdmäßig? XS. Ich muss mal kurz noch hin, das soll mal jemand von den Mädels auch probieren. Oh, jetzt gucken wir mal. Ah, wir reden gerade über die neue Kollektion. Hallo Lena. Mach mal so auf Adler, dass man den Print sieht. Ja, genau. Perfekt. So, dann zeigen wir mal, was hinten so abgeht, oder? Gut besucht heute. Das freut mich. Ja. Genau. Hallo. Und ja. So, hallo Mama. Hallo. Hi, servus. Das neue Objektiv, das ist Weitwinkel. Guck mal, wie cool das ist. Super. Willst du vor die Kamera hier oder was? Ich bin der Profi. Du bist der Profi. Hallo, Katja. Hi. Was geht ab? Nicht so nah. Das ist Weitwinkel, du bist nicht so nah. Ich habe dir jetzt das mal mitgebracht. Das ist jetzt hier aus der neuen Kollektion. Oh, Katja, zeig mal her. Das ist echt schön. Was geht bei dir, Lena? Frische Kuchen. Richtig, was der Mann bestellt? Also der Vater hat irgendwas gesagt, irgendwas mit Streusel. Zwei Apfelstreusel und zwei Birnerahmen. Genau. Boah, Alter, das neue Objektiv ist so cool. Ich bin begeistert. Hallo. Und hätte er noch Spaß? Ah, jo, mein immer Spaß. Das ist gut. Geil. Jakob, hast du noch Spaß? Ich hab noch Spaß. Soll ich dich mal filmen, ob noch Spaß hast? Ja genau, ist der Kameramann eigentlich auch immer drauf oder nur mir? Der Chef wird will da, nie filmen. Der Chef wird da, wo du kniet. Genau, der will nicht filmen. Wenn man so gut aussieht, kann man sich doch filmen lassen. Oder? Ehrlich, geil. Geil. Wir sind halt geil, Jutta, ne? Wir sind geil. Deshalb bist du auch da, ne? Ach, selbstverständlich. So, ich... Jutta, ich war leider zu spät. Oh, das kommt nicht rein. Daniel, das kommt nicht rein. Der blöde Spruch. Hallo. Hallo. Und was hast du da? Mercedes? Mercedes, genau. G-Klasse. Das ist für mich. Ajoba, wenn du tun. Dankeschön. Was hast du denn da Neues? Ich habe ein neues Objektiv, das da. Ja. Und das filmt jetzt noch cooler. Das filmt noch cooler. Junge Leute sind halt cool. Dankeschön. Für? Ah, für alles. Also. Für alles. Oma, du bist lustig. So. Bei dem wunderschönen Wetter. Ah, Lena. Servus. Was geht bei dir ab? Ich hole Granatapfel. Und ja. Wie sieht es so aus? Für die neue Speisekarte. Sehr gut. Man dann aus den Kammern. Und, ja. Dann kann man es verwenden für Deko und für unser Smoothie Bowl. Ja. Genau. Alles frisch, ne? Alles frisch, ganz genau. Jetzt gucken wir mal, was vorne so abgeht. Servus. Wird mir jetzt ein Gürtel drauf fehlen. Hi. Hi. Die Nadja sucht sich jetzt hier ihr Lieblingsoutfits aus. Ja, wir gehen gerade die neue Kollektion nochmal durch und gucken. Ja. Aber eigentlich haben wir gemerkt, dass alles ganz gut miteinander kombinierbar. Alles ganz schön ist, oder? Ja, alles ganz schön. Ja, richtig tolle Frühlingsfarben und das passt jetzt auch gerade super zum Wetter. Mir persönlich gefällt das Mintgrün ja richtig gut. Also ja, dann ist das deine Wahl wahrscheinlich, ja. Ne? Sehr gut. Ja, das Wetter ist einfach traumhaft. So, das Büro ist zwar alles cool, Also wirklich. Aber das Problem ist, da drin wird einfach so heiß und es ist jetzt Februar. Oder ist Februar? Ja, ne? Ja. Ayelet, hi. Hi. Und? Hi, mein Name ist Ayelet. Und ich gehe. Okay, schönen Tag. Wenn ich nicht authentisch komme, schneid das bitte raus. Okay.
Tschüss. So, sind die Granatapfel geschält? Oh, das sieht so lecker aus. Avocado, Granatapfel, das könnte man so essen, oder? Wenn wir sehr nachhaltig sind, bewahren wir die Avocado-Kerne auf. Mhm. Und pflanzen die Ei und es wird Avocado draus. Und die End-Avocado, die hier von draus. Siehst, das war zum Beispiel mal so ein Avocado-Kern. Und das ist jetzt einfach eine wunderschöne Pflanzwoche. Also, das wende ich halt ein Profi. Jetzt machen wir Guacamole. Mhm. Und dann steht das pochierte Ei drauf. Sehr gut. Und dann werden wir das alles mal durchprobieren. Ne? Dann muss einfach jemand drauf. Warte mal, warte mal. Ich sag einfach, das bist du. Wie witzig das aussieht. Warte mal kurz. So. Hallo. Hallo Uta. Kommt. Oh, was magst du durch Spannendes? Pochierte Eier? Probieren. Ja. Sie sind doch kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Viel außer vielleicht du, Uta, oder? Nee, so, wir probieren das Ganze jetzt hier einfach mal aus, was da die Dame gezaubert hat. So, also vom Ding her gefällt mir gut die Guacamole, dass man die halt sieht. Weil, wenn man da jetzt noch Käse drüber gemacht hätte und alles verdeckt hätte, das wäre nicht so cool gewesen. Das ist auch schon ja, so, ich probiere mal kurz. Schmeckt schon richtig gut. Ja, also, was ich auf jeden Fall vorschlagen würde, ist, dass man vielleicht hier so ein Stück Limette oder Zitronen, weil das muss man sowieso benutzen, einfach hier legt. Und das sich dann einfach selber drauf macht. Das mache ich zum Beispiel gern. So, das steht nicht. Das geht ab. Servus. Das ist besser. Ja, ich bin. Fleisch. Oh, ehrlich, ich bin noch am. Siehst du, er ist extra gekommen? Nur um zu essen. Aber deswegen hast du ihn am Zug. Eigentlich ja. Das ist wild, ne? Das ist geil. Ja. Da esst einer die Reste. So. Wollt noch jemand, oder? Ne, ess ruhig, Sven. Es gibt noch was anderes jetzt. Genau, es geht ja weiter. Runde 2 sozusagen, ne? Ja. Oh ja, das sieht sehr hübsch aus. Dass das frei ist, was man da reinjagen kann. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Verköstigung. Jeder hat seinen eigenen Löffel, ne? Lena fängt mal an. Nimm da einfach was raus. So, Sven. Du hast gesagt, bevor es gegessen hast. Und? Gut. Schmeckt. Schmeckt. Ja. So, Uta. Mhm. Gut. Gut. Katha. So, ich probiere jetzt mal, dass alles drauf ist. Der Kries muss man halt vorkochen. Okay. Also ich sage das ehrlich, mir wäre es nicht süß genug. Also vom Zucker kann man ruhig noch, aber so vom und die Konsistenz ist das übel wild. Sorry Daniel, ich hab das Mikrofon vergessen.